Und die nächste Trailrunnerbank, diesmal aus der Kategorie schon eine Weile nicht mehr benutzt, wa? Entweder es erinnert mich an eine ähnliche Stelle oder ich war hier schon mal. Wie dem auch sei, jetzt wird's interessanter. Ei, wo kommt der raus? Eine andere Frage ist, warum gehen wir nicht zurück auf den Weg? Jetzt ist natürlich Dilemma, was mache ich? Den Trampelpfad folgen oder da unten lang? Okay, hier geht doch eine Spur. Und wie es aussieht, geht der Trampelpfad darauf, weil die Spur hier doch sackgassiert, wie es scheint. Wobei, wird das erst noch verifizieren. Da geht noch eine Spur auf diese Fläche. Ich glaube, hier geht die Trassierung weiter. Nur, dass sie irgendwie nicht benutzt ist. Und nur noch fleckenweise in Erscheinung tritt. Selbst wenn der Weg dort geendet hätte, hier ist definitiv eine weitere Trassierung. Meine Güte! Schon klar, warum wir den Trampelpfad da auch oben nehmen, denn hier kommt man auf den alten Wegen nicht wirklich voran. Damit hätten wir verifiziert, dieser Spur zu folgen, ist nicht sonderlich zielführend. Bleiben wir mal auf diesem Pfad. Wir nähern uns offenerem Gelände. Sehen wir da mehr? Nee. Ah, kann sein, dass er wieder hoch auf dem Weg führt, auf dem ich hergekommen bin. Ja, da am Zaun entlang. Da hinten war, glaube ich, die Trailrunnerbank. Aha. Wissen wir jetzt auch, dass da ein Pfad reingeht. Den konnte ich natürlich so von da oben nicht erkennen. Wieder was gelernt. Hier oben ist auch wieder ansatzweise der Weg da. Also, an der Bank links geht's auf den Weg. So. Eine völlig nutzlose Zusatzschleife. Jetzt sind wir wieder auf dem Plan, den ich ursprünglich mal hatte. Aber ein Ausflug, der sich gelohnt hat. Abweichung Nummer 2 von meinem ursprünglichen groben Plan. Warum ist das hier so schön frei? Führt das auf den Weg rüber, der da hinten sonst geendet hat? Ist hier die Fortsetzung jetzt frei, dass ich dann an der Kalfurt da unten wieder auskomme? Nee, es ist nicht. Es führt nicht auf den Weg, den ich dachte, dass es führen würde, aber was ist denn das für ein Pfad? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Ah, das ist eine Entdeckung. Dann ist das von der Kalfurt und geht dann da hoch Richtung Schmidt. Ja, wann erkunde ich denn zuerst? Gucken wir zuerst mal, wo er herkommt. Was mag das für eine Anlage sein? Jedenfalls haben wir hier eine kleine Schleuse in der Kal. Und es geht weiter. Das erinnert so ein bisschen an die Urte. Trail de Fantôme, damals bei der Premiere. Links ist steiler Hang, rechts der Fluss.
dazwischen holpriger Pfad. Warum kenne ich das noch nicht? Wo ist der Einstieg? Es ist schon klar, dass der Alpenverein das nicht als Anfängerroute in seinem Wanderkonzept hat. Dilemma, Dilemma. Das sieht verdächtig nach einer Treppe aus. Oh, was mache ich denn? Dann gehe ich hier nachher rauf oder hinten. Ich glaube, das ist die Ecke, an der ich ursprünglich dachte, dass der freigeschnittene Weg rauskäme. Richtig, das ist der Weg, der zu Kalfurt führt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da ging am Ufer noch was weiter. Da ist der Weg. Und ich gucke mir jetzt mal an, was das da ist. Das scheint nämlich ein noch älterer Teil zu sein. Ja, da wäre ein Abzweig gewesen, schlecht zu erkennen. Aber es geht weiter. Wobei ich durchaus geneigt bin, denen zuzustimmen, die die These aufstellen, dass das hier nur noch ein Wildwechsel ist. Aber hinten, das war definitiv ein angelegter, begangener Weg. Dann gehen wir mal zurück und gucken, wo die Stufen hochgehen. Als ich den damals entdeckt hatte, bin ich darauf hoch zu dem breiten Weg wieder. Und ich sage mal, das ist definitiv echt und offiziell ein Weg. Denn sonst würde man sich ja nicht die Mühe machen, die Bäume wegzuschneiden. Weil jetzt noch nicht mal schlechtes Gewissen zu haben, ich möchte hier irgendwie querfeld einlaufen oder sowas. So, gehen wir mal die Treppe rauf. Das müsste der Logik nach natürlich auch oben auf den breiten Wanderweg auskommen. Fragt sich halt nur wo und wie der Einstieg aussieht. Hier eindeutig ein Weg angelegt. Dann kann ich den ja auch benutzen. Zwei Möglichkeiten. Dann gehe ich da auf den Rückweg oben lang. Kann natürlich sein, dass das, was da links abgeht, dann hier rauskommt. Ah, da ist der Weg. Ja, also, das ist tatsächlich der Einstieg zu einem Weg. Man könnte es für einen Zugang zum Hochsitz halten, aber es ist ein durchgängiger Weg. So, jetzt gucken wir uns die Schleife an. Ich glaube, da kommt der Weg raus. Hier verbindet er sich jetzt. Aber was ist das? Ist das nur ein Wildwechsel? Oder verzweigt hier das Wegenetz noch ein wenig? Wenn mir das heute noch häufiger passiert, wird das ein langer Tag. Ausbauspuren kann ich nicht entdecken. Das deutet eher auf Wildwechsel hin. Aber wenn das ein Wildwechsel ist, dann ist er sehr stark frequentiert. Da vorne hätte ich noch gesagt, es ist ein Wildwechsel, aber da ist auch geschnitten. Das sieht wieder jetzt nach Weg aus. Also ich sag mal, da mit den zurechtgesägten Hölzern, das war nur ein Bluff. Ich sag mal, das ist eigentlich nur Wildwechsel. Sollen wir hoch auf dem Weg gehen und dann das noch mal von der anderen Seite aufrollen. Da ist das, wo wir reingegangen sind. Dann könnte das schon sein, auf das ich da unten gestoßen bin. Denn das hier ist wieder ausgebauter Weg. Yep, das ist die Ecke. Also, unten der ist wunderschön begangbar und hier kommen wir auch wieder hoch auf den Weg.
haben wir das entdeckt und erkundet. All die Jahre immer vorbeigelaufen. Wie kann man auch ahnen, dass da ein Weg abgeht. Wunderbar versteckt. Aller guten Dinge sind drei. Wenn ich Glück habe, führt mich das nur auf eine Lichtung und endet dort. Wenn ich Pech habe, muss ich wieder rätseln, ob es jetzt ein Weg oder ein Wildwechsel ist. Ach, hier macht es nochmal einen scharfen Knick. Es scheint in der Serpentine den Berg hoch zu gehen. Eindeutig. Das macht bestimmt nicht das Wild so eckig. Ich muss meine mentale Karte von der Gegend hier mal komplett überarbeiten, wie es scheint. Der nächste Weg. Aber nee, kein stark frequentierter Wanderweg, sondern etwas mitten auf der Höhe. Und ich habe hier die Qual der Wahl. Welche Richtung schlage ich ein? Geradeaus. Es geht weiter. Ah, da sieht man den breiten Weg noch. Das ist definitiv ein Weg. Aber jetzt können wir raten. Weg oder Wildwechsel? Dreierlei zur Auswahl. Welches ist der Weg? Was war Wildwechsel? Ich glaube hier rechts, das sind eher die Wildwechsel. Ja, ich glaube geradeaus, das war der Weg hier. Und ich glaube, da stößt er wieder auf einen breiten Waldweg. Der Weg zum Kahlberg rauf. Strecke des Nordeifel Ultras. Ah, da muss man merken. Dann vermute ich mal, dass der Grasweg da unten dann irgendwo da unten auf den Weg drauf kommt. Das sollte mich nicht wundern, wenn der dort irgendwo im Gestrüpp endet. Die Belohnung für die Höhenmeter. Falls sich einer wundert, warum das Schild da im Gebüsch steht. Der Weg ging ursprünglich hier auf der Kante lang, aber seitdem ja alle da hinten die Rampe runtergehen, ist der Weg da komplett verwildert. Aber das wäre der Originalweg. Das Schild neu oder kann ich mich nur einfach nicht daran erinnern? Beim Marathon nicht irritieren lassen. Die Marathonstrecke geht da lang. Kommt aber dann hier wieder raus. Wobei das ja nächste Woche noch ein bisschen fraglich ist. Wegen der Sperrung, die da gleich wohl kommen soll. Wegen Felsabgang. Ah, okay, die Sperrung kommt schon hier. Ich dachte, man könnte auch bis um die Ecke und ein bisschen gucken. Ich habe ja kein Startgeld bezahlt, da kommt jetzt eh nur noch Asphalt. Dann gehen wir mal vorne an der Ecke den Weg rauf. Theoretisch könnte man den Marathon hier rauf umleiten. Das ist aber, und wenn ich jetzt nur normale Wege in Betracht ziehe, den Nachteil, dass es deutlich länger wird und man frühestens den Schmugglerpfad, den Trappelpfad steil bergab dann nehmen müsste. Na gut, aber wie gesagt, ich habe kein Startgeld bezahlt. Ich kann jetzt versuchen, ob ich hier irgendwo oberhalb einen Parallelweg finde. Oder Weg in Anführungsstrichen. Oder auch, ihr wisst schon, solange ich noch Puste habe, ein Stück weiter runter ging ja auch nochmal ein Weg rauf. Aber das wird auch wesentlich länger. Von der Strecke her müsste auch den Schmugglerpfad mitnehmen oder noch längere Umwege machen. Was bei grober Überschlagung in etwa hinkäme, wäre hinter der Eschaul direkt rechts hoch bis Richtung Schmidt an den einzeln stehenden Häusern vorbei.
rauf zur L264 und dann ein Stück der Straße lang und dann direkt links wieder runter durch Schilzbachtal wieder runter an die Originalstrecke. Da kam ich bei ganz grober Abmessung auf Google Maps auf 5,2 im Gegensatz zu den ungefähr 5, die es unten am Ufer machen würde. Der Weg war markiert, weil hier der Hochsitz ist. Da geht es wieder den Berg hoch. Wir wollen aber eher so parallel zur Straße. Mal gucken, was oben auf dem Knipp los ist. Jo, der Weg geht weiter. Dann sind wir einigermaßen richtig. Jetzt wieder zurück auf den breiten Weg. Da kommt jetzt erstmal eine Lichtung. Ich glaube, den nehmen wir. Ich wollte gerade ganz stolz verkünden, wie gut ich prognostizieren kann, von wegen Weg über Weg in Anführungsstrichen bis zum, ihr wisst schon wo. Da komme ich hier in der Prärie an und zack, ist hier ein Trampelpfad. Hier oben auf der Kante. Richtiger Weg. Da haben wir doch was Schönes gefunden hier. Ne? Ja, eindeutig ein Weg hier oben auf der Kante. Ja, hier verliert es sich. Also falls ihr denkt, das wäre die direkteste und einfachste Umgehung der Sperrung beim Marathon. Nee, das wird ein bisschen zu holprig für die Läufer. Und es ist, hier ist wieder Spur. Es ist ein wenig auch schwer zu markieren, würde ich sagen. Dann im Fall des Falles eher die vorhin skizzierte Obenrum-Variante. Aber wenn der Felsabgang genauso spektakulär ist wie der im April bei Schmidt, dann können die Marathonis da ruhig durchlaufen lassen. Denn dann liegen da nur ein paar Steinchen an der Seite. Jetzt müssen wir das Schlimmste über umgangen haben. Hier haben wir schon Schilzbachtal. Das heißt, da müsste ich eigentlich irgendwann auf den Weg kommen, der so quer runter auf die Spitze geht, wo ich das andere Ende der Sperrung vermute. Da unten hören wir schon wieder Stimmen. Es wird, glaube ich, Zeit, von dem Berg wieder runterzukommen. Da ist schon der Weg, der da runter geht. Wunderbar. Scheiße, ich versau mir noch meinen Ruf. Die Sperrung ist tatsächlich hier, wo ich sie vermutet hätte. Aber dann können wir ja jetzt, ja, das ist klar, weil das die Stelle ist, wo die steilsten Hänge sind. Kann man da irgendwas sehen? Nee, wahrscheinlich genauso spektakulär wie das im April. Aber dann haben wir die Sperrung gut umgangen, ohne allzu große Umwege. Ich hatte mich schon gewundert, warum die andere Absperrung da auf dem Schotterweg stand und nicht auf dem Asphalt. Das heißt, die lassen allen Ernstes die Wanderer den ganzen weiten Weg da runterlaufen, um da dann erst die Sperrung zu machen, anstatt das oben schon dicht zu machen. Da käme original her. Meine Umleitungsempfehlung würde dann da runterkommen und hier wieder auf die Originalstrecke stoßen. Das sieht man beim Marathon nicht. Hier kommt ja unten die Asphaltstraße rauf. Woffelsbach steht Kopf. Das heißt, wie ein normaler, gut benutzter Feldweg aus. Soll ich mich da jetzt irritieren lassen? Es wird etwas wilder, aber da ist immer noch eine Spur. Suggerierst du mir hier eine Sackgassierung? Jede Wette, dass der Weg da weitergeht, aber wenn den Weg keiner geht, ist er schlecht passierbar. Die Aussicht ist schön, aber das, was wie ein Weg aussah, wie eine Trasse, ist wieder mal so eine verarschte Filvo-Nummer. Dann gehen wir weiter rauf. Irgendwo, da geht es besser durch. Irgendwo da oben muss wieder ein Weg oder eine Straße sein. Und wie es aussieht, scheint meine Prognose auch dieses Mal zu stimmen.
Aha. Nicht von Sackgassen irritieren lassen. Meistens geht es irgendwo weiter. Bin ich jetzt doch irgendwo falsch abgebogen? Da wollte ich jetzt eigentlich... So weit wollte ich jetzt eigentlich nicht nach Süden. Ist da ein Weg? Ja, vielleicht nur ein Holzschiebeweg. Ja, nur ein Holzschiebeweg. Dann mal da vorne, dann geht da der nächste Holzschiebeweg rein. Das sieht nach einem echten Weg aus. Das ist ordentlich trassiert worden. Da ist nicht nur einer mit dem Harvester mal lang gefahren. Dann bleiben wir auf den Wegen. Ja. Gehen wir wieder rauf, da kommen wir besser voran. Ja, wisst ihr was? Das ist ein Weg. Das macht ja sonst keinen Sinn, da zwei Zäune hinzustellen und hier eine Zufahrt zu asphaltieren. Wenn da ein Weg ist, dann können wir den ja auch gehen, oder? Oh, guck mal, wie schön. Aber ich glaube, der Wanderverein war hier schon lange nicht mehr unterwegs. Warum nutzt das denn keiner? Es wird ein wenig beschwerlicher, beziehungsweise kratziger. Vielleicht hält das die Wanderer ab. Weit ist es nicht mehr, aber ich glaube, der Rest wird eklig. Na, ganz so schlimm war es nicht auf der Seite. Geht so und da wird es schon wieder besser. Es geht ums Eck. Ja, von der Seite sieht es zivilisierter aus. Aber jetzt wissen wir auch, dass man da durchkommt. Ganz normaler Weg. Nur halt schlecht benutzt. Genau mein Humor. Da mal hier. Naja, noch nicht wirklich. Aha. Wie war das? Wer Tippfehler findet, darf sie behalten. Ach, schade. Das biegt wieder in die Richtung ab, in der ich herkommen bin. Das geht nur zum Gartentürchen. Ja, da müssen wir uns doch auf die Parallelstraße durchwursteln, wa? Das ist das Schild, was zu dem Ding hier gehört.